Unternehmen müssen in Corona-Zeiten umdenken und kreativ werden, um ihren Laden am Laufen zu halten. Das Bottropper Traditionsunternehmen Rexin, das vor kurzem nach Dorsten umgezogen ist, stellt eigentlich Terrassendächer und Zäune her. Aus Kunststoff. Seit einigen Wochen sind jetzt auch Spuckschutze und Trennwände für Apotheken und Bankenschalter der absolute Renner. Jetzt hat Rexin eine neue Idee, die vor allem den Krankenhäusern bei uns in der Corona-Krise helfen soll. Aus Kunststoff stellt das Unternehmen sogenannte Intubationsboxen her, die die Ärzte beim Intubieren vor dem Virus schützen sollen. Bei mir am Telefon ist jetzt Tim Schwarz, einer der Geschäftsführer von Rexin. Hallo Tim. Ja, hi Tobi. Hallo. Was sind diese Intubationsboxen genau und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja genau, wie du schon gesagt hast, also eigentlich verkaufen wir Rexin Terrassenüberdachung und halt Kunststoff. Da ist wahrscheinlich das bekannteste Produkt Plexiglas. Ja, und eben dieses Plexiglas wurde uns in den letzten Wochen sozusagen aus den Händen gerissen, weil in allen Bereichen diese akuten Tröpfcheninfektion vorgebeugt werden sollte. So, und jeder kennt das so an den Kassen- und Lebensmittelmärkten, da ist ja alles Mögliche zu finden. Und da haben wir dann einfach irgendwie weiter recherchiert und sind dann relativ schnell auf ein amerikanisches Projekt aufmerksam geworden, das eben diese Intubationsboxen vorgestellt hat. Ja, und im Grunde genommen ist das System relativ einfach. Die Intubationsbox wird über einen zu behandelnden Patienten gestellt, sodass der Arzt dann von hinten durch zwei kreisrunde Löcher greifen kann, um den Patienten dann den Intubationsschlauch einzuführen. Das heißt, ja. Patienten, die künstlich beatmet werden müssen. Genau. Und das Problem ist also, dass diese Patienten, die selbst unter Narkose stehen, immer noch ein unkontrolliertes Husten, ein Husten aufbringen können. Und der dann halt sich im Raum verteilt und dann alle Personen, die in dem Raum stehen, ja, unter Gefahr bringen. Wie können die Boxen denn jetzt hier vor Ort bei uns helfen? Ja, wir sind da relativ schnell zu den beiden Bottropper Krankenhäusern gegangen, dem Marienhospital und dem Knappschaftskrankenhaus, und haben da die beiden Chefärzte der Anästhesie gefragt, was haltet ihr von so einer Box? Bringt das überhaupt was? Einfach mal eure Meinung. Ja, und die haben gesagt, boah, klasse Sache, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, und dann haben wir nach ein, zwei Änderungswünschen gestern bereits schon die ersten Boxen ausgeliefert. Ihr wollt jetzt damit dann auch in die Massenproduktion gehen? Ist das jetzt so ein neuer Produktionszweig von euch oder ist das jetzt erstmal nur so ein Corona-Projekt? Tatsächlich nicht. Das könnten wir auch gar nicht, denn zum einen, so schnell wie der Virus sich halt aktuell verbreitet, könnten wir gar nicht in der kurzen Zeit diese ganzen Boxen allen Krankenhäusern in Deutschland irgendwie zuliefern. Das andere ist, wie ich gerade schon gesagt habe, der Grundwerkstoff, der wurde uns ja sozusagen aus den Händen gerissen, sodass wir also gar nicht wirklich flächendeckend für alle Krankenhäuser genug Material hätten. Ne? Und deswegen ist das eine Sache, wo eigentlich jeder mitmachen sollte. Wir haben aktuell einen Facebook-Link online, wo wir hoffen, dass die Leute das teilen und einfach weitersagen, dem örtlichen Schreiner zeigen und dann, weiß ich nicht, vielleicht auch selber nachbauen, um halt dem Krankenhaus in der Nähe vielleicht so ein Ding auch zu sponsern. Die Kunststofffirma Rexin ist kreativ geworden, sattelt in der Corona-Krise um und produziert jetzt Intubationsboxen, die Ärzte bei ihrer Arbeit vor dem Virus schützen wollen. Am Telefon bei mir war Tim Schwarz. Danke, Tim. Sehr gerne. Bis dann. Die ersten Boxen sind schon in den Bottropper Krankenhäusern angekommen. Gutes Projekt auf jeden Fall. Radio M. Schalippe ist hier. Ich bin Tobias Hauswurz und wünsche euch einen schönen Nachmittag.